So, da sind wir wieder bei. Ich habe gerade die Wand aus Versehen angeschlagen. Und was ist Seven in die Days Richtung? To Die. Seven Days to Die, ja, genau. Und ich bin gerade dabei gewesen, meine Kisten so zu sortieren. Das war das Wasser, was ich im letzten. Ach, da habe ich sogar noch eins. Eine ganze Kiste voll Wasser, yay! Eine Kiste voll mit Essen, yay! Eine Kiste voll mit Spinnnetz. Ich probiere. Ah, da ist ein Metal Trusting. Da habe ich dich, du kleiner süßer Fratz. Das war die Munitionskiste, die habe ich gerade aus Versehen wieder rausgenommen, die Munition. Metal Trusting. Hier versuchen wir alles so gerade ein bisschen reinzusortieren. Also ich zumindest. Manu wird es eh wahrscheinlich wieder irgendwo in alle Richtungen werfen, nein, so ein Zeug. Ey, ja. Das übertreibe nicht. Okay, ich übertreibe nicht. Ist die Wahrheit. So, ja, 25 Bücher crafte ich jetzt zu Papier. So. Brauchst du 500 das Papier? Hab ist richtig. Ja, klar. Okay. Ich will mein eigenes Buch schreiben. Ich mach mal so eine Stoffekiste. Da kann ich das Papier und die Stoffe und Kopfweb. Kopfweb. Die Stoffe. Die Stoffe kann ich noch behalten und die Stöcke. Die Glasjar. Ich guck gerade, dass wir noch mehr von diesem robusten Scheißteil bekommen, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das craften kann. Ich habe Katzenfutter und Hundefutter. Möchtest du was? Klar, klingt lecker. Gut. Medizin kann ich eigentlich auch da reinpacken. So. Dann passt das. Da könnte man das Holz reinsortieren. Metal Trusting. Okay, wir brauchen Short Metal Pipe. Sind Planks. Wood Planks. Plywood. Hä? What the fuck? Jetzt hat sich's umbenannt. Okay. Short cool. Metal. Das kann da noch rein. Pipe. Metal Trusting. Okay, ich baue hier gerade ganz viel Schutz für uns. Luftfilter fürs Auto. Da ist noch was drin. Oh, nice. Weg damit. Nice. Ich kann richtig viel craften. Da ist unser Bett. Ah, guck mal, da liegen weiße Zäune gleich am Boden, wenn Manu was craftet. Ja, kannst du auch liegen lassen. Danke, LG. Oh, jetzt habe ich die Konsole aus Versehen geöffnet. So, ich habe 70 von diesen richtig schönen, robusten Dingern. Und werde die jetzt einfach mal unten verbauen. Ich wäre auch dafür, dass du jetzt mal eben, bevor du weiter sortierst, hab schon fertig. Hier hilfst und die ganze Bude abreißt. Mit mir. Wo bist denn du? Unten, ganz unten. Hier einfach die Wände einreißen und die ganzen Couches mitnehmen. Couches? Okay, alles mit. Alles raus! So, und ich werde dann mal eben einen Error bekommen. Wie kann man das denn hier am besten noch verstärken? Hast du eine Idee? Soll ich hier irgendwie außerhalb? Ja, dafür, dass wir den Boden wieder einreißen, dass wir gar nicht mehr ins Haus reinkommen. Okay. Ich bekomme Schaden. Achso, ich muss was essen. Oh nein! Oh nein, Manu! Nicht verhungern! Ah, schnell! Ich esse auch mal was. So. Das darf nicht so wie bei den Afrika-Kindern enden. Jetzt noch trinken. Ah, geil. Erstmal die Fenster und die Barrikaden abschlagen. Sehr gut. Das ist der beste Schutz. Da, hier kannst du ein Fenster schon mal ausbessern. Inwiefern ausbessern? Weil keins mehr da ist. Ach so, oh. Wie sehr professionell. Die Küche ist sehr offen. Ja, klingt gut. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier am besten verstärke. Ich probiere mich hier mal so ein bisschen rum. Alles ab. Und bastel dann vielleicht nochmal ein paar Wanddinger zum Wandverkleiden. Was wichtig ist, was ich gerade nochmal gerade anmerken kann, wenn ihr euch wundert, warum ich Wasser trinke, obwohl ich keinen Durst habe, das füllt auch die Ausdauer auf. Ja. Und umso voller die Ausdauer ist, umso schneller macht man Gegenstände kaputt. Also ihr werdet jetzt beobachten, dass ich jetzt gerade noch alles mit einem Schlag kaputt mache, aber wenn die Ausdauer gleich ein bisschen niedriger ist, brauche ich dann zwei Schläge schon dafür und so weiter. Und deshalb braucht die Haltbarkeit, die links über der Minimap ist. Da, jetzt brauche ich schon zwei Schläge, weil ich gerade bei der Hälfte der Ausdauer bin. Dann trinke ich immer ein Wasser, weil wir tausende von den Wassern haben. Ja. Oh, ist das Wood Farm Fence. Achso. Vielleicht kann man mit dem Sledgehammer sowas wie die Air Conditioner eben kaputt machen. Meinst du? Hast du vielleicht... Oh. Danke. Jetzt hast du alles zerstört. Bitte? Echt nett von dir. Boah, 104. Okay, ich brauch doch nichts von dir.
ganz nach Hause gehen. Sehr schön, ich kann mir da richtig viele Verbarrikadierungsdinger bauen. Ich bin hier Manuel, der Verbarrikadierer. Okay. Neuer Beruf. So, dann leg ich mal los. Haben wir keinen Keller da unten? Nicht? Nö, ich hab das gerade weggeschlagen, das Stein. Oh, ist vielleicht besser so. Wir haben keinen Keller im Haus. Oh. Ist doch besser so. Ist es? Ja klar, da müssen die sich erstmal einen schlagen. Wenn du jetzt hier so ein scheiß Loch machst, dann... Das würde ich aber tiefer machen, das Loch. Nee, die laufen ja da nicht rein. Ja, aber dann graben sie... Hey, mit dem Stammer geht es ja echt gut kaputt. Dann graben sie sich aber direkt hier in die erste Etage, das ist auch dumm. Na, komm mal, geht. Kannst du mit dem Hammer den Kühlschrank und so kaputt machen? Kannst du es mal probieren? Ah, warte. Weg damit! Hä? Du wirst keine Zeichen dran sehen, aber du... WTF, ne, der existiert irgendwie halb gar nicht. Ah, ja. Ah, der geht. Weiß ich nicht. Wir sind Musiker. So, füllen wir das hier mal? Ja, genau. Haben wir sogar noch so ein halbes Fenster. Du hast die Warum hast du nur die Fenster rausgerissen? Aus Versehen. Nein, absichtlich eigentlich. Ups. Ja, dann mach das mal überall. Hä? Da hast du jetzt schon Bretter drüber getan. Ja, Alter, ich hab tausende Bretter. Was los? So. Ja, das ist da sehr robust. Ja, so war das bei jedem Fenster. Geil. Einmal reingetreten, zack. Na, das ist zu robust, dein Holz. Ich hatte ja überlegt, also gerade eben, weil das geht eigentlich relativ schnell, vielleicht die ganzen Wände zu ersetzen, sodass man Haus nur aus den... Habe ich gerade die Haustür kaputt gemacht? Die Haustür ist kaputt. Oh. Nee, hier ist sie. Achso, da meinst du. Hast du noch ein bisschen Metall? Dann mach mal eine richtig fette Eisentür. Okay. Keine, kann man aus Iron Ingot oder aus Scrap Metal? Aus Iron Ingot, das ist noch stärker. Das ist die stärkste Tür, die ich kenne. Okay. Aber willst du hier wirklich eine Tür haben? Auf beiden Seiten? Naja, Rusty Metal Door. Ja. Kannst du eine Treppe bauen, eben? Ja, Achtung, ist übrigens Nacht. Oh, Hilfe! Ah! Dann komm rein! Ja, sie kommen auch rein. Nein, Hilfe! Da kam ein Zombie, tut mir leid, ich hab die Tür geschlossen. Ja, mach aber die Tür zu, ey. Zu viel Kameraden. Du machst halt einfach. Da bist du ja gar nicht mehr. Ja! Jetzt kommen da lauter Zombies rein. Wer bist du denn für ein Arschloch? Da sperrt er mich aus. Hilfe! Mama! Ja, komm rein! Ja, die wo? Tür, die haltbarste Tür, die du kennst, die ist ja jetzt schon kaputt. Was? Ja? Die Zombies haben die Tür schon kaputt? Hä? Das hat die 8 Eisenbarren aber sehr gelohnt. Wie komme ich denn jetzt da rein? Keine Ahnung, die Zombies sind schon auf der Treppe. Und machen gerade die Treppe kaputt. Fuck! Ich hab Treppe kaputt. Ja, danke, ey. Da sperrt der. Da macht er einfach die Tür zu. Gut, also dich lade ich schon mal nicht zu einer Zombie-Apokalypse ein. Yay. Na, die stehen jetzt alle vor. Kannst du mal. Ich werde hier gleich alle wegsprengen. Ich spreng euch alle weg! Genau, spreng unser Haus in die Luft. Warte mal, ich habe eine lustige Idee. Ich gehe mal in das andere Haus und mache einen Weg rüber. Okay. Nein, ich hab... Fuck! Scheiße! Also ohne Aufnahme wird es irgendwie besser. Ey, Hilfe! Hilfe! Ich habe keinen Platz mehr im Inventar und deswegen kann ich die Couch vor dem Haus nicht wegnehmen. Hause kaputt? Womit denn? Ich habe doch nur eine Axt und eine Spitzhacke. Das ist auch ein Hammer. Er geht doch mit allem. Hauptsache Scheiß. Werkzeug. Schnell! Ich glaube, ich werde es nicht überleben. Hast du den Spawn hier gesetzt? Ah! Ja, hier ist die Leiter. Oh mein Gott. Oh mein Alter, klingt das krass. Ich glaube, Zombies können doch keine Leitern klettern, ne? Nee. Denke ich auch nicht. Aber bist du ein dreckiger Bastard? Jetzt schiebst du auf mich. Ja, wer denn sonst? Was ich wollte, dass da keine Zombies im Haus sind. Ich dachte, die Tür hält was aus. Ja, du bist, mich hält du bist der dreckige Bastard. Mein ganzes Eisen, was ich den ganzen Tag gesammelt habe, ist jetzt weg. Genau, jetzt bin ich hier schuld. Jetzt mal ein bisschen Wasser auf den Schock. Ja, ich auch. Ich besauf mich hier gerade. Das hat doch keinen Sinn. Philipp.
Freiheit! Ich komm zu dir! Geh mal in die erste Etage! Ja, bin ich. Siehst du mich hier ackern? Ah ja. Sehe ich. Warte, ich schlag das Fenster auf. Oh, wie nett! Hä, wo ist denn... Nein, nein, ich würde das gerne vom, vom Dachboden zum Dachboden machen. Denn das hier ist der Dachboden. Ja, und mein, unser Dachboden ist noch weiter oben. Ja, egal, man kann ja eine Treppe bauen. Okay. Ist ja kein Problem. Erstmal einen Koffer kaputtboxen. Ah, da ist eine Pistole drin, cool. Ja, Waffen hatte ich gerade auch nicht. Ja, das war ein bisschen shitty. Boah, ist gerade echt schwer hier zu bauen, finde ich. Hä? Nein! Fuck! Physics! Ich sehe da eine Leiche mit ganz viel Zeug am Boden. Ja, shit, warte mal, ich bin jetzt direkt wieder da. Enter. Fuck. Wie komme ich jetzt rein? Wie komme ich da runter? Nein, jetzt macht doch nichts, dass ich Errors bekomme. Ich heb dein Zeug auf. Ach so. Alter, sind da viele. Ah! Hast du es schon? Nein, noch nicht alles, weil es in dem Busch drin liegt. Nein, jetzt... Ah, fuck. Jetzt hast du aufgehoben und ich habe einen Error bekommen. Boah, sind da viele, Alter. Wo bin ich? Hast du alles? Ja, aber ich bin gleich tot. Darfst jetzt nicht auch noch sterben. Ja, dann geh ruhig in das Haus. Ich hab da ja schon... Geh ruhig in das Haus, du bist so lustig. Wenn du wüsstest, wo ich gerade bin. Bin tot. Wo denn? Wo bist du gestorben? An der Haustür. An welcher? An unserer. Fuck, jetzt bin ich im Keller. Wir haben keinen Keller. Nein, in dem anderen Haus, fuck. Ach so. Ey, das lief so gut, ne, bei unserem ersten Mal spielen. Ah ja, ich seh's. Dein Zeug? Ja. Okay. Aber ich kann's nicht... Ein paar Sachen habe ich, glaube ich, fuck! Nee. Jetzt häng ich hier fest! Ich bin tot. Ja, willkommen im Club. Scheiße! Fuck, renn da direkt hin und hol die, wenn's geht. Okay. Oh Gott. Button Horror. Boah, wie viele sind denn hier? Ja, ja, die sind mir schon alle, Alter, vorhin hinterhergerannt. Ich hab dein Zeug übrigens auch oben im Inventar. Also okay. Ich hab's in der oberen Leiste. Okay, sehr gut. Dann renne ich mal noch ein bisschen Amok, bevor ich sterbe. Ich renne gerade auch ein bisschen weg. Ich werde jetzt nämlich mal hingehen und mit irgendeiner Scheiß... Ich hab keine Waffe dafür. Oh. Ich brauche unbedingt eine Waffe, damit ich das Fass anballern kann, was ich dann werfe. Was willst du in die Luft jagen? Ja, meine Fässer. Ja, aber doch nicht bei unserem Haus. Ja doch, um da aufzuräumen. Ja, dann ist ja alles kaputt. Alter, jetzt wäre ich da schon fast wieder hängen geblieben. Und du bist sicher, dass du alles hast? Ein Großteil. Alles kann ich nicht sagen. Okay. Ja gut, dann lasse ich mir jetzt sterben. Wieso hast du eigentlich nicht das Eisengitter einmal ums Haus außen rumgezogen? Weil ich... Du meinst diese Blöcke? Ja. Ja, ich wollte erst mal innen. Ich hatte gerade noch nicht mal innen fertig. Da wurden wir schon unterbrochen. Weil du dir eine Haustür blockiert hast, dann wissen die Zombies nicht, wie sie angreifen sollen. Und schlagen die Wände kaputt. Dann gib mir mal meine Items wieder. Wo bist denn du? Bei der Zombie-Masse, die mir hinterher rennt? Oh. Wir müssen aber das Haus wechseln, tut mir leid. Warum? Weil hier ist schon alles kaputt. Nein, hier ist gar nichts kaputt. Eine Wand ist kaputt oder so, ein Loch ist da drin. Okay, ich war gerade unten und das sah ein bisschen anders aus. Hey, wir können den Part switchen, sehe ich gerade. Nein, 14 Minuten. Hä? Ja, optimal, WTF. Nein, komm hoch, ich gebe dir dein Zeug noch. Was hast du denn? Alles. Spitzhacke, Schaufel... Axt, also alle Sachen, die man machen kann. Ein Hammer, dann diese krass Verbarrikadierungsdinger, die ich außen angebracht habe, diese Metallteile, 70 Stück. Nö, habe ich keine. Was? Die waren in dem Busch drin, da hatte ich keine Zeit für die aufzuheben. Oh. Dann lauter Waffen, was jetzt gerade nur nicht welche. Ich habe nur eine Pistole. Eine Pistole auf jeden Fall. Eine leere hatte ich. Die ist voll. Achso.
Da, zwei Magazine noch. Danke. Echt süß von dir. Hier. Falls du haben willst. Eine Shotgun. Habe ich schon. Okay. Bald ruhig. Krass, ey. Was war das für ein Anfang? Ja, recht laut. So, aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn Manu wieder weiter aufnimmt und weiter rumfällt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.